Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Overwatch. Ich lade gerade noch runter. Ich dachte, ich nehme jetzt doch gleich mal ein zweites im Nachhinein, im Folgenden auf. Ich hatte letztens, da muss kurz drauf eingehen, ein Dislike, aber es stand nicht in den Kommentaren, was denn das Problem bei dem Video war. Also, ich akzeptiere, dass da ein Dislike ist, also ich bin da jetzt nicht böse, aber ich würde gerne dann auch wissen von demjenigen, also wenn er dieses Video auch sieht, was ihm denn nicht gepasst hat. Denn wenn man mir nicht schreibt, was nicht passt, dann kann ich das nicht verbessern. Okay, wenn du mit meiner Art nicht klarkommst, dann solltest du vielleicht nicht meine Videos schauen, aber naja, du verstehst, wenn keine konstruktive Kritik, ich nichts kann verbessern und ich bleibe so, wie ich vorher war. So. Inferno. The Suspect. Statrick 5-7 Nightshade mit 35 Kills, okay. 15. Runde, 8 zu 6 für die CTs. Sehr ungünstig auf einer CT-Map. Scheinen die Terrors ganz schön gut hier zu sein. die Nate, der Block. Der Fall ist dabei. Und. Nein! Doch, 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 die CTs haben es noch geholt. Jetzt ist Seitenwechsel, Pistol Round. Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht wurde ja wegen der Pistol Round reported und man hat ihn auf der Vorrunde gesehen. Okay, aber wie er gerade genau wusste, dass jetzt Blöcke, die einer rauskommt. Leckt er schon wieder so rum? Moment mal. War das gerade ein. War das gerade ein Aimer? Habe ich nicht ganz genau gesehen wegen dem Scoreboard, aber ist der gerade instant drüber geflickt? Trigger, Aimer, wie auch immer. Er hat auf den einen geschossen, hat einen Schuss mehr verbraucht sozusagen, als eigentlich, also für den einen. Und zack, flickte es zum Model. Oh Gott, das, nee, oh Gott, das Flash. Jetzt bin ich gespannt. Also wir haben ja schon mal Kandidaten, wo ich hier jetzt mal Wallhack und ES Wallhack und irgendwie ein Aimbot vermute. Schauen wir mal, ob sie es noch bewahrheitet oder revidiert. Oder nur eins von beiden sich herausstellt. Aha. Ich schaue schon sehr genau oben. Also Wallhack würde ich sogar ziemlich sicher inzwischen sagen. Schauen wir mal, wie es mit dem Aimer ausschaut. Okay, jetzt natürlich recht. Oh Gott, die Smoke. Ich dachte gerade, das ist ein bisschen zu weit links. Flash. Oh, einer hat schon kassiert. Und beide kassiert. Och, jetzt lass ihm doch auch mal einen. Ich möchte ihn noch schießen sehen. Jetzt nimmt die M4 mit. Wenn man da auch eine Flashbang reinwirft. Ja, ja. Ja, sehr schön. Ja, hat er. Elfer. Ja, safe call. Ne, so wie er instant gerade aufs Model drauf geflickt ist. Ne. Das, ja. Ja. Gut. Also einfache Runde, würde ich sagen, oder? Okay, der hat es auch einem jetzt nicht wirklich schwer gemacht. Leckt halt die Hölle. Ja, okay, inzwischen ein bisschen besser. Nur noch einen 100er Ping. Ich glaube, von was 150. Wie lächerlich. Wie lächerlich. Hä? Ach, das ist wahrscheinlich Mitte, die hat runtergepusht. Da habe ich gerade gar nicht aufgepasst. Ernsthaft? Du hast die Bombe, du hast die Bombe, du hast die Bombe. Kann sein, dass er sogar auf Kopf eingestellt ist. Hier in der zweiten Runde. Also, erste Hälfte 19 zu 12. Zweite Hälfte 11-0 zurzeit. Der hat jetzt in den vier Runden hier. Diese drei Runden hier hat er jetzt gar keinen Kill gemacht. In den ersten drei hat er 11 Kills produziert. Ne, 4 sind es. Ach, Schmarrn, sind ja 4. In 4 Runden 11 Kills gemacht. Während er davor in 15 Runden 19 gemacht hat.
Vielleicht hat er erst dann angemacht. Ah, die Ecke ist zu dick für dich. Da sieht er die anderen Bengel. Was macht denn der da, der Nautilus? Schöner Kopf. Und nochmal schöner Kopf. Und der letzte ist auch Bananen. Hat mal gerochen. Ja, da ist eine Schelle gekommen. Geschieht er recht. Die Smoke überhaupt noch rüber? Nee. Da ist wieder der eine, der mir wieder mit runterpusht. Nautilus. Ja, gib halt durch die Smoke und wieder schön in den Kopf. Ja. Ach, das ist schon die letzte Runde. Außer die T's verkacken ist jetzt irgendwie, was ich aber stark bezweifle. Der Vortex ist noch einzeln am Leben und der Suspect wird jetzt auf die Jagd gehen. Der wird keinen 5er Klitschen kriegen. Wäre aber geil. Hat er auch angemacht. Jetzt bin ich gespannt. Und klar, ja, gegen so einen hast du einfach keine Chance. Gut, der hatte so gefühlt diesmal alles. Blöde Werbung, die eigentlich dahinter ist. Von diesem Overlay und mich dann mit meinem Bloß eröffnet. Den hat er gehabt. Nee, das nicht. Das da auch nicht gehabt. Ja, genau. Gut, das war doch recht einfach. Schön. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Und wenn euch irgendwas stört, dann schreibt mir das bitte. Von mir könnt ihr mir den Dislike dann trotzdem drücken, aber ich würde dann auch gern wissen, warum. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.